Guten Tag und hallo zusammen. Mein Name ist Benno Stein und Sie werden bei mir in diesem Sommersemester die Vorlesung Webtechnologie hören. Die Vorlesung hat 7 Teile, wobei Teil 7, Semantik Web, nicht gelesen werden wird. Die Einführung behandelt die Historie und stellt grundlegende Prinzipien des Internets und des World Wide Webs vor. Kapitel 2 behandelt Rechnerkommunikation und Protokolle. Schwerpunkt der Vorlesung wird das Kapitel 3 sein, Dokumentsprachen. Dokumente sind die Dinge, die zwischen Servern und Clients ausgetauscht werden. Ein Client ist ein Anzeigeprogramm, zum Beispiel ein Browser auf Ihrem Handy. Servertechnologien werden also Technologien sein, um solche Dokumente zu verändern, zu erzeugen und auszuliefern. Client-Technologien sind Technologien, die diese Dokumente anzeigen oder die ihnen die Möglichkeit geben, mit ihnen zu kommunizieren. Es gibt auch Technologien, die sich nicht direkt dem Client und dem Server zuordnen lassen. Die sind in Kapitel 6 angerissen, Schwerpunkt Architekturen und Middleware. Ziel dieser Vorlesung ist es, dass Sie Grundbegriffe von webbasierten Systemen kennen und einordnen können. Die Webtechnologie ist ein sehr aktives Gebiet. Es wird viel Technologie entwickelt. Es entstehen neue Dokumentsprachen bzw. neue Varianten von existierenden Dokumentsprachen. Es entstehen neue Protokolle. Es entstehen neue Aufgaben und Applikationen. Sie müssen in der Lage sein, sich selbst weiterbilden zu können. Und hierfür soll die Vorlesung Ihnen das Rüstzeug geben. Sie werden Kenntnisse über Bausteine, die Architektur und die Funktionalität von webbasierten Systemen erhalten. Sie werden verstehen, warum bestimmte Eigenschaften webbasierter Systeme so sind, wie sie sind. Und Sie werden ausgewählte webbasierte Sprachen anwenden. Ein Teil dieser Vorlesung wird darauf ausgerichtet sein, dass Sie ein webbasiertes System mittlerer Komplexität selbst bauen und in diesem System kommen die Techniken, die Sie in dieser Vorlesung lernen, zum Einsatz. Die angrenzenden Gebiete zur Webtechnologie können unterschieden werden hinsichtlich methodologischer Gebiete wie Web Engineering und Software Engineering, aber auch Gebiete, die mit dem Speichern und Verteilen von Daten zu tun haben, wie Rechnerarchitekturen, Rechnernetze, Datenbanken, aber insbesondere mit den algorithmisch zentrierten Gebieten wie Information Retrieval und Information Extraction. Information Retrieval, das ist Technologie, wie sie von Suchmaschinen zur Verfügung gestellt wird. Und diese wiederum braucht Machine Learning und Data Mining. Logik, automatisches Beweisen, Wissensverarbeitung kommt zur Prozesssteuerung, aber auch zur Verarbeitung semantisch komplexer Aufgaben im Web zum Einsatz. Selbstverständlich spielt Sicherheit und Kryptographie auch eine große Rolle in den algorithmischen Gebieten. Von den Anwendungen her ist es klassisch erstmal Content-, Wissens- und Dokumentenmanagement, aber den größten Anteil der Webanwendungen heute, die kommen aus dem Business-Bereich, E-Business, langsam anfangend E-Government und jetzt in unserer Zeit auch E-Learning. Groupware und Social Software bilden auch große Anwendungsgebiete. Wir denken an Wikipedia, dem kooperativen und kollaborativen Editieren von großen Dokumentmengen, aber auch Social Software wie Twitter und Facebook. Da die Webtechnologie quasi ein Schmelztiegel von verschiedenen Informatikgebieten ist, gibt es auch kein einziges einheitliches Literaturwerk dazu. Ich habe hier ein paar gelistet, die einige Spezialbereiche der Webtechnologie abdecken. Unter anderem ist hier ein Java-Buch gelistet, weil Java eine große Rolle für Webanwendungen spielt und wir das auch in der Vorlesung benutzen werden. Es gibt auf dem Gebiet der verteilten Systeme und der Netzwerke natürlich bekannte Bücher, insbesondere das von Komar und Tannenbaum. Eines der besten Bücher im Bereich der Webtechnologie ist meiner Meinung nach das von Meinl Sack,
genauer genommen, die haben eine Buchreihe rausgebracht, die sich mit technischen Grundlagen beschäftigt, aber auch mit Webtechnologien an sich und auf dem deutschsprachigen Markt meiner Meinung nach das Beste. Ich habe, um der Komplexität und Vielfalt und Aktualität Rechnung zu tragen, sehr viel Literatur direkt in den Folien verlinkt. Diese Literatur ist aktuell und zeigt auf die für die in der Vorlesung gelehrten Dinge auf meiner Meinung nach besten Stellen, wo Sie nachlernen und nachschauen können. Das Vorlesungsskript dieser Vorlesung, das auch die Grundlage dieses Screencasts ist, finden Sie an unseren üblichen Stellen im Internet. Sie können auf unsere Homepage gehen, dort unter Teaching die Vorlesung dieses Sommersemesters anwählen. Hier sehen Sie Course in Web Technology. Seite ist aber auf Deutsch. Das ist die Vorlesungsseite, die die organisatorische Information enthält. Hier ist das Skript dann soweit aufgeführt, wie es bisher gelesen ist. Es sind auch schon alle Übungstermine mit ihren entsprechenden Themen genannt. Zur Organisation dieser Übung gibt es eine extra Vorlesung bzw. Übung, die wir auch ins Web stellen werden. Hier ist der Link zu der Moodle-Präsenz. Auch hier sehen Sie die Möglichkeiten, um unsere Announcements zu lesen, miteinander zu diskutieren oder auch Fragen an uns im Chat zu stellen. Sie kommen von hier auch wieder zurück auf die Webseite. Sie können aber auch von hier auf das allgemeine Repository unserer Webis-Gruppe gehen, wo wir alle Vorlesungen listen. Webtechnologie ist ja auch dabei. Und ihr könnt schon sehen, was hier alles erwartet. Sie können vorarbeiten, Sie können nachgucken. Und hier werden die Screencasts, die wir erstellen, auch nach und nach eingestellt werden.